Hallo, herzlich willkommen wieder zurück bei Mass Effect 2. Nur halt auf der korrigierten Schwierigkeitsstufe wieder auf normal, nicht mehr auf Veteran. Weil es mir einfach, ich kann mit diesem Spiel, mit diesem Spieltyp halt nicht umgehen. Mit diesem Charaktermodell, mit diesem Beruf sozusagen, kann ich dahingehend halt nicht so gut umgehen. Also ich habe mit einem Soldaten, der auch eine höhere Waffenauswahl hat, eine bessere Waffenauswahl hat und so weiter, wäre das durchaus praktisch. Der hält einfach seine scheiß Schilde. Wow. Und wieder tot. Ich könnte so kotzen. Ich könnte so kotzen im Strahl. Der Part beginnt mit dem Tod. Ja, das ist doch gut. Ist doch ein guter Beginn. Man kann da auch nicht meckern. Ich habe das nicht schlau gemacht. Es war nicht geschickt. Das ist richtig. Ich verstehe auch nicht, wo die Wichser ist. Ist es ein ist es ein Fahrstuhl da oder? So. Ich warte jetzt, bis ich. Die Gesundheit braucht auch so lange, bis sie sich wieder regeneriert, ey. Keine Schilde. Ja. Ich hätte eigentlich gerne irgendwie Barriere oder so. Kann ich das überhaupt jemals erlernen? Ich hab doch Barriere locker nicht, ne? Nee. Ich bin echt purer, ja, purer Angriff. Kann ich nicht mit umgehen, ehrlich gesagt. Aber das merkt man, denke ich, auch in meiner Spielweise. Legen Sie die Waffen nieder. Nö. How about no? Aua, hey, für die Frechheit. Da kommen sie. Ja. Ich könnte. Warte, du machst erstmal hier brav den Schirm. Okay, bringt alles, wie es aussieht. Schockwelle. So, das Ding ist im Arsch und ja, ist eher besser auf kurze Distanz. Nein. Ist er da nirgends? Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kasumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Ja. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Autsch. Und schon wieder Küche. Dann. Selbst wenn sie entkommen, werde ich die ganze Galaxie nach ihnen durchsuchen. Du bist wahrscheinlich hier nach der Mission tot. So, ja, aber nö. Ja. Albert, ich brauche eine freie Schreibung für den Jäger. Ja. Achso, Kasumi ist erstmal tot, okay.
nicht ihr hübsches Gesicht. Liege unter schwerem Beschuss. Nein, der NPC hat ihre Unterstützung an. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Habe freies Schussfeld. Los geht's. Und redest du was für ein freies Schussfeld? Okay. Oh. Das waren es auch wirklich nur die Schilde? Du bist schon da. Du kannst ihn umbringen. Schilde unten. Nehmen wir das Ding auseinander. Na endlich. So. Gut, jetzt kann sie gar nichts mehr machen. Jetzt bin ich auch schon wieder ganz hinten. Ach, fick dich. Stell dir vor, ich kann durchaus erkennen, wo die steht. Kann nicht erkennen. Ich bin zwar zu blöd, um rechtzeitig in Deckung zu gehen, aber... Was hat Zucker gesagt? Machen Sie mit diesem Jäger, was Sie wollen. Ich habe ein ganzes Geschwader davon. Ja, aber in diesem einen sitzt ja du. Das ist dir vielleicht dann doch nicht so egal. Weißt du? Warte. Komm, explodier. Gut, ist tot. Explodier halt nicht. Meine Schilde sind. Jetzt siehst du mich. Da kommt jemand. So, voll in den Kopf, aber. Es ist zu spät, lebend aus der Sache rauszukommen, Kasumi. Jetzt schießt du mir im Weg. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und da ist unser Jäger, also hier unser Dingi, Dingsi Bumsi. Habe ich noch irgendwas? Ich glaube, das war's soweit, ne? So. Mal sagen, kann nicht schnell speichern, okay. Nö, ich hab's nicht alles geholt, glaube ich, oder? Gut, dass ich hier nicht einfach runterfallen kann. Das wäre ja gefährlich. Oh Mann, ich will doch nur hier im Laufschritt durch. Ah, manchmal echt sperrige Bewegung. Okay. Nee, ich kann hier sonst nichts weiter machen. Scheint zumindest nicht so. Okay, ciao. Der ist doch tot, oder? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er tot ist. Kasumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kasumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kasumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt, damit
damit sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Oh nein, das ist so traurig. Erinnerung retten. Behalten Sie die Greybox. Er will es so. Zerstören Sie die Greybox. Erinnerung retten. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Och nö, Mann. Ja, also Erinnerung oder irgendwelche böse. Ja. Ganz ehrlich, scheiß doch da unten drauf. Behalt die scheiß Greybox. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Eben. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Ja, das ist... Ja, also... Was das wohl ist? Der Raub war erfolgreich. Keiji Okudas Greybox wurde zurückgeholt und bleibt in Kazumi Gotos Besitz. Donovan Hawk wurde bei der Zerstörung seines Jägers getötet. Kazumi ist loyal. Kraft von Kazumi freigeschaltet. Sie werfen eine Sprengladung, die desorientiert betäubt, geringen Schaden verursacht und alle Ziele in der Nähe handlungsunfähig macht. Blendgranate. So, das war das, was ich vorhin... Ah ja, das Kostüm freigeschaltet, da freue ich mich schon. MP-M12 Locust. Aha. Die Locust wurde für größere Entfernung entwickelt als die Standard-MP. Das überaus präzise Modell hat zudem eine berühmt-berüchtigte Geschichte. Nice. Gruppenbonus Tech-Schaden. Okay. Credits. Wir haben diesen einen Credit da in der... Das ist so... Ah, oh, Mann. Das ist so doof. Die haben einen Credit. Vor 2 Folgen, glaube ich. In der vorletzten Folge haben wir einen Credit gefunden. Einen einzigen. Unter einem Kissen. Yay. Platin haben wir gefunden. So, Bericht abschließen. Was? Nein! Oh, jetzt warum ist denn das Spiel jetzt abgestürzt? Toll. Aber die Musik ist immer noch da, weißt du? Spiel stürzt ab, aber ja, Musik ist noch da. Oh, das ist schon das zweite Mal, dass das Ding abstürzt. Och nö, ich will diesen Scheißkampf nicht nochmal machen. Ich konnte danach halt auch nicht mehr speichern. Oh nö. Ja, gut. Klasse. Yay. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hier passiert erstmal nichts weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr da wart. Und ich ärgere mich dann mal weiter. Bis dann, ciao.